Gut, helfen wir mal unserem guten Freund Bodo bei seiner wichtigen Vision. Vielleicht kann er ja in die Zukunft schauen. Das wäre ja tatsächlich ein Plot-Twist, an den ich mich auch nicht mehr so erinnern würde, aber... Naja, irgendwas ist aber an dem Tür... Ah, okay, hier ist der Strand. Also der Steg. Es gibt auch einen Weg oben lang. Okay. Warum haben wir jetzt einen oben Weg und einen unten Weg? Hier ist ein Staraptor. Oh! Achso, okay, hier sind einfach nur Pokémon. Gut. Boah, 365 ist schon ein sehr guter Wert. Und ich freue mich darauf, wenn wir nochmal ein Upgrade bekommen, mit dem wir schneller aufladen können. Okay, Toskas haben wir noch hier. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ob wir die gefangen haben. Doch, haben wir schon mal gefangen. Glaube ich. Ein Tackle, ja. Damit kann man doch nichts anfangen. Gut, einen Staraptor brauchen wir auch noch nicht. Wow! Cool, Pyran Skoras, die haben wir aus dem... Ach, einfach sehr nice, wie die Pokémon eingebaut haben. Und das hat sogar 3 Attacken. Wow. Finde ich interessant, zertrümmern. Okay. So, anscheinend. Hä, hey, jetzt. Also hier direkt unter uns, südlich halt, ist einfach ein Plateau, aber es scheint keinen Weg da hoch zu geben. So, und das Vieh hat sich witzig gefühlt. Hm? 3 zerschneiden. Heftig. Teleport. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Haben wir noch eine Sidequest offen gehabt? Nee, wow. Weil ich glaube, wir kommen jetzt schon recht nah ans Ende vom Ziel. Wir haben auch 197 Einträge. Wobei, Pokémon-technisch ist es vielleicht jetzt erst die Hälfte, ne? Oh! Ja, ich sehe schon. Okay, warte mal. Man kann hier quasi dann hochklettern. Auch sehr cool. Das hatten wir ja schon mal an dem einen Berg. Hä? Ja, du brauchst wahrscheinlich Wasser, ne? Ne, 2 Tackle. Haben wir aber auch nicht. Oh! Okay, man braucht das nicht zwangsläufig. Kräfte an, indem es Nadeln verteilt. Es ist... Oh nein, das klingt falsch. Indem es Nadeln verteilt. Es kräfte an, indem es Heroinnadeln hier rumgibt. Man kennt's. Alles klar, auf dieses Plateau möchte ich vielleicht auch noch mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Moment, nehme dich mal mit. Wir müssen wahrscheinlich eh noch mal eins fangen, weil im Norden scheint es möglicherweise noch mal eine Ranke zu geben.
Ja, zwei zertrümmern. So, die springen auch voll über einen. Sehr witzig. Nummer 1. Ah, da ist eine Palme. Ah, aber die kann man nicht schütteln. Okay. Ja, komm. Nimm mal. Wir fangen alle dir. Nein, 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 nein. Bleib fern von mir. Noch eins brauche ich nicht fangen. Weil sonst reicht ja der Platz auch gar nicht. Danke, Habibi Tak. Haben wir dich schon mal gefangen? Weiß ich gar nicht. Fang mit Ladung 2. Oh, hatten wir tatsächlich schon. Dann hätte ich ja gar nicht hoch müssen. Naja. Bin jetzt mal gespannt. Also wir kommen jetzt gleich in den Tempel. Ich weiß nicht, ob es schon gesagt wurde, ob da ein Tempel ist. Ich bin auch gespannt, wie der aufgebaut ist. Glaube ich auch nochmal ein bisschen kompliziert. Ja, genau. Erstmal kommt aber hier noch ein Sandsturm. Du bist auch auf einer Entdeckungstour durch den Hippoterus-Tempel? Mit welchem Reiseveranstalter bist du unterwegs? Eigenständig. Die Tour, die ich mir ausgesucht habe, endet genau hier. Ich kann nicht weitergehen. Wenn ich könnte, würde ich auch das Innere des Tempels erkunden. Ich komme aber nicht rein, ohne dass mir ein Hippoterus dabei hilft, fürchte ich. Doch trotz meines Kleidungsstils bin ich kein verwegener Abenteurer. Ich kann damit leben, dass meine Tour hier zu Ende ist. Und was wirst du nun tun? Du könntest versuchen, das Hippoterus dort dazu zu bringen, dir zu helfen. Es scheint aber nicht gut drauf zu sein. Naja, viel Spaß beim Entdecken. Ja, dann weiß ich auch, was ich jetzt tue. Ich gehe nach Hause. Das war es auch von meinem Entdeckungsabenteuer. Naja, es braucht Hippoterus. Hier ist ein bisschen heil. Oh, es ist wirklich gar nicht gut aufgelegt. Und es verschwindet. Und man läuft auch langsamer. Eieiei. Hier ist ein sehr komischer Steinkreis. Oh, es verfolgt mich. Nein. Ich will nicht eingesaugt werden. Chill. Au. Ist mir egal, wir holen dich. Yes. Reicht noch. Die können hier gar nicht fliehen, ne? In Pokémon Ranger 1 konnten die Pokémon ja noch fliehen. Oh boy. Die Attacke kam auch schon länger nicht mehr vor. So eine wirkliche Bodenfissur-Eruptionsding. Kann Sandfüllung. Es löst Erdbomben auf, erzeugt Spalten und Sandbrocken und so witziges Zeug. Alles klar. Drei Tackle. Ja, überladen brauchen wir nicht. Oder noch am wenigsten. Oh, es hat aufgehört zu dingsen. So, dann können wir ja jetzt Tourist spielen. Einmal mit Sand füllen, bitte. Vielen Dank. So, schön Belag in die Zähne reingeklatscht und beschaffe die Gelbgemme. Weißmehl, Weißmehl.
Ich bin Bodo, sagte ich, und ich sagte, komm direkt her, oder nicht? Also warum kommst du nicht her, Mann? Sei netter zu deinem Freund, zu mir. Also irgendwas, wow, irgendwas ist mit dem Typen gerade richtig falsch, ne? Holy fuck, war das gerade knapp. Das war... Hey. Hier zertrümmern. Es greift an, dem es Steine wirft und Spalten im Boden erzeugt. Oh yeah. Dann haben wir nochmal eins und nochmal eins. Wollen wir drumherum vorbeigehen. Huh? Ein... Bammelin? Achso, Bodos war doch sein Partner-Pokémon, ne? Ja. Ah, hier sind Bronzels. Gucke mal an. Oh, nee, es. Blendst erstmal den Boden voll. Ist ja ekelhaft. Drei Tackle spinnen Netze um sich herum, während es umherwandert. Boah, allein das gibt schon 1000 Erfahrungspunkte. So, kann man... Ah, ihr löst euch dann automatisch. Gut. Die sehen irgendwie aus wie Zahnräder der Zeit, ne? Kann man einmal mitnehmen. Und sind tatsächlich auch sehr schnell zu fangen. Aber auch nur eins zertrümmern. Okay, totale useless Dinger. Aber muss ja auch geben, ne? Man kann ja nicht immer nur stärken. Immerhin gaben sie uns nochmal 5 Power. Weg. Kling, klang, klonk. Okay, zwei Wege. Ich nehme immer erst den, der mehr nach Ausgang aussieht. Okay. Passt, hier gibt es absolut gar nichts sogar. Das ist halt auch witzig hier, die Dinger. Ah, das ist mehr jetzt Geschicklichkeitsspiel hier. Oh, und wir werden sogar angeknallt. Okay. Oh. Okay, aber das kann uns nicht... Das kann uns in den Abgrund runterschmeißen. Achso, das... Wow. Au. Warte mal. So, ich möchte schon ganz genau spielen. Das kommt von oben. Und von rechts. No, oh, okay. Da muss man dann ganz durchlaufen. Okay, hab's verstanden. Durchböllern. Wunderbar. So, dann kommt von hier eins, dann von oben. Okay. Gut. So, von oben und von rechts kommt eins. Gut. Nochmal von oben. Perfekt. Und ich glaube, wir sind durch. Ja. Sehr lange Gänge hier. Mhm. Oh, ein Bronzong ist... Okay, dann halt nicht. Ich will kein Bronzel. Ich will Bronzong. Nein! Lass mich gehen! Es trollt. Welches haben wir jetzt? Bronzong, okay. Boah, ich habe gerade Kreise in die andere Richtung gezogen. Das fühlt sich so surreal an. Drei zertrümmern.